Herr Buttmann, wir erleben derzeit innovative Zeiten auf vielen Gebieten der Medizin. 50 neu zugelassene onkologische Wirkstoffe allein in den letzten 2 Jahren. Aber die Krankenkassen stöhnen. Was ist da los? Ja, die Krankenkassen stöhnen deshalb, weil natürlich nicht alles, was als Innovation verkauft ist, tatsächlich Innovation auch ist. Für Innovation, da stöhnen wir nicht, wir stöhnen nur für Scheininnovation, weil für uns immer wichtig ist, dass wir einen Patientennutzen haben, also sprich, dass die Wirksamkeit beim Patienten ankommt, dass wir eine gewisse Sicherheit haben für die neuen Medikamente und dass es insgesamt auch finanzierbar ist. Ja, Sie sagen es, Medizin wird teurer werden, allein aufgrund auch völlig neuer Wirkmechanismen in der Onkologie. Wo sehen Sie einen Ausweg? Was ist Ihr Lösungsansatz? Gut, ich glaube, dass die Bevölkerung und die Gesellschaft insgesamt damit vertraut werden muss, dass bessere Medizin, neue Wirkstoffe, immer kleinere, auf kleinere Kohorten zugeschnittenere Medizinmöglichkeiten, das gesamte System verteuert. Das beißt die Maus den berühmten Faden nicht ab. Das wird passieren. Wir dürfen bloß nicht alles als Innovation feiern, was den Namen Innovation trägt und somit auch natürlich mit einem hohen Kostenvolumen in die gesetzliche Krankenversicherung, in die Erstattungsfähigkeit reindringen will. Dort scheiden sich momentan die Geister. Das heißt, Sie sehen in dieser Diskussion auch die Stellschraube in der Preisdiskussion mit der Industrie. Ganz klar ist hier auch die Preisdiskussion mit der Industrie. Ich verstehe auf der einen Seite die Industrie, denen sagt wiederum, wenn ich immer neue Medikamente, präzisere Medikamente entwickeln will, die letztendlich auf eine kleinere Gruppe dann Anwendung findet, dass hier die Forschungskosten und auch die Produktionskosten eine andere Rolle spielen, als wenn ich ein Medikament habe, das für 80 Millionen Patienten eine Rolle spielen würde. Das ist klar, aber es muss irgendwo in einem vernünftigen Rahmen auch ablaufen. Sehen Sie denn mittelfristig Beitragserhöhungen auf uns zukommen? Ja, das sehe ich schon, weil, wie gesagt, aufgrund der gesamten Entwicklung in der Medizin, die Verbesserung der Medizin führt dazu, dass die Medizin auch teurer wird in Summe, obwohl wir vielleicht an anderer Stelle dadurch auch wieder Einsparvolumen generieren. Aber insgesamt wird es zu einer Verteuerung führen und das zeigen ja auch alle Gesundheitsökonomen in ihren Ausblicken, dass wir in 2020, 2030 in der Richtung mit steigenden Beitragssätzen insgesamt zu rechnen haben. Vielen Dank.